Jeder dritte Flat-Typ hat eine One-Hit-Waffe. Es ist doch einfach nur nervig. Seht mal durch. Ich fürchte, ein paar von uns sind gefallen. Dann kommen da Schrotzenviecher, dann kommen da Leute mit einer verkackten... mit dem Raketenwerfer, dann kommen da Leute mit dem One-Hit-Schwert und alle Waffen, egal welche von den drei, sobald einer von denen dich aus etwas näherer Distanz trifft, sofort tot. Und dann kommen da sechs von den Viechern auf dich zugerannt. Du hast hier nur zwei Waffen, wovon du irgendwie jedes Mal sechsmal leer schießen musst, mit einer von denen umfällt. Ja, und dann versuch das mal zu schaffen. Wir spielen ja auch nur auf der zweiten niedrigsten Schwierigkeit. Also ich habe keine Ahnung, wie man das bei höheren Schwierigkeiten schaffen soll. Und ich spiele schon Dual Weapon, was eigentlich schon overpowered sein soll. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gegnerwaffen doch noch overpowereder sind. Also die Waffen, die die Flat jetzt momentan hat, als unsere. Vor allem, weil sie halt immer in der Überzahl sind. Okay, das kann ich nicht kaputt schießen, dass ich hier schneller da unten kann oder so. Da ist er erstmal mit der Granate in unsere Leute reingerannt. Er hat ja eh nichts mehr zu verlieren. Und da kommen wieder zwei One-Hit-Schwertviecher. Und ein Schrotzentyp. Oh Mann. Schrotflinte. Dringend. Die Menschen sind schon drin. Was heißt ihnen nach? Ich kann hier gerade nicht runter, wir fahren noch. Da kommen die also die ganze Zeit raus. Können wir das nicht irgendwie zumachen oder so? Dann kommt auch keiner mehr durch. Los, Gebieter, zum Symbol! Zum Symbol, zum Symbol, zum Symbol. Wir beschützen dieses Schiff. Vielleicht unser einziges Fluchtmittel. Ja, ich eile schon. Ist eigentlich relativ ruhig. Oh, sind die Menschen schon durch beim Symbol? Hier ist ein Mensch, aber 30 Milliarden tote Flat. Scheint so, als hätten die Menschen es geschafft, oder nicht? Kommen wir zu spät? Ist das heilige Symbol nicht mehr zu retten? Erwischt. Wissen Sie, Ihr Vater hat mich auch nie um Hilfe gebeten. Der Index ist sicher. McKenzie, Paris, sind Sie raus?
Hören Sie mich, Marines! Wir haben Probleme. Werden zufrieden sein. Das Symbol ist meine Verantwortlichkeit. War Ihre Verantwortlichkeit. Jetzt ist es meine. Ein blutiges Schicksal wartet auf Sie und den Rest Ihrer inkompetenten Rasse. Und ich, Tartarus, Häuptling der Roots, schicke Sie dorthin. Wenn die Propheten hiervon erfahren, sind Sie erledigt. Wenn Sie es erfahren? Narr, Sie befahlen mir, das zu tun. Gravemind. Ich sagte doch, der ist sehr unsympathisch. Quarantänezone. Geschafft. Die Propheten haben den Index und wollen ihn einsetzen. Nur über ihre Leiche. Das heißt, wir sind wieder der Master Chief, oder was? Weil der andere ist ja, glaube ich, noch irgendwie... Obwohl ist er jetzt vielleicht auch, nachdem er das erfahren hat, man weiß es nicht. Sieht nach Master Chief aus. Was ist das? Was ist das? Oh, ja. Ich habe dieselben Gedanken. Ganz ruhig. Würde mich damit lieber nicht anlegen. Dämon. Töte mich oder lass mich frei, Parasit. Aber langweil mich nicht mit Geschwätz. Es wurde viel gesagt. Ich habe zugehört. Durch Fels, Metall und Zeit. Jetzt spreche ich. Und Sie werden zuhören. Hallo. Ich bin 2401 Penitent Tangent. Ich bin der Illuminat der Einrichtung 05. Und ich bin der Prophet des Bedauerns. Höchster Rat. Hierarch der Allianz! Ein Reclaimer? Hier? Endlich! Wir haben viel zu tun. Diese Einrichtung muss aktiviert werden, damit wir den Ausbruch kontrollieren. Bleibt, wo ihr seid! Solange ich predige, wird hier gar nichts getan! Falsch. Diese Anlage hält einen Rekord von 1,2 Trillionen simulierten und einem echten Zugriff. Sie ist auf Abruf feuerbereit. Von allen Dingen, die uns unsere Herren hinterlassen haben. Ist nicht so wertlos wie diese Orakel. Sie wissen nichts von der großen Reise. Und Sie wissen nichts über Eindämmung. Sie haben sogar die grundlegendsten Regeln und Prozeduren missachtet. Seine Eindämmung. Und seine große Reise sind ein und dasselbe. Eure Propheten haben die Flucht vor dem sicheren Untergang versprochen. Aber auf diesem Ring findet ihr keine Erlösung. Wer diesen Ort baute, wusste genau, was er tat. Fehleinschätzung ihrer Absichten führt nur zum erneuten Untergang. Das Ding hat recht. Halo ist eine Waffe.
Ihre Propheten machen einen großen Fehler. Ihre Dummheit hat bereits einen der heiligen Ringe zerstört, Dämon. Das passiert nicht nochmal. Wahrheit nicht hören wollen. Zeige ich sie. Es kann verhindert werden, dass der Schlüssel gedreht wird. Wenn man ihn hat, sie werden an einer Stelle suchen, sie an einer anderen. Das Schicksal machte uns zu Feinden. Dieser Ring zu Brüdern. Wir sind alle von uns zutiefst betroffen. Die Freisetzung des Parasiten war unerwartet, unglücklich, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Tatsächlich ist das Grund zur Freude. Ein Moment, den die ganze Allianz feiern sollte. Denn das heilige Symbol ist gefunden. Mit ihm ist der Weg frei. Unser Eintritt in die Göttlichkeit garantiert. Die große Reise naht und nichts, nicht einmal die Flood, kann sie verhindern. Tötet den Dämon! Das war eine ziemlich beschissene Idee, komischer Parasit. Eine ganz beschissene Idee. Was hast du dir dabei gedacht? Okay, gut, dass die Hälfte weg ist. Sie haben keine Schildgeneratoren, aber man sollte sie erledigen. Bevor sie auf uns zustürmen. Verstanden. Was ist denn das hier? Dasselbe in Rot. Oh, dasselbe in Stark. Ich mag dasselbe in Rot. Schickst du hier Raschen? Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Aber als ob der Typ zuhört, oder? Der Gebieter. Ich meine, der Gebieter glaubt dem Parasiten doch kein Wort. Wenn er die jetzt einfach irgendwo hinschickt, dann wird er doch einfach weitermachen. Vielen Dank. Was machen wir jetzt hier? Einfach nur Wellen abwehren, oder was? Oh, hi. Du hattest doch auch so ein rotes Gewehr, jawohl, danke. Dann lass uns mal hoch. Oder auch nicht. Dann lass uns mal hoch. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Säulen neben der Tür, Säulen neben der Tür. Hier ist eine Säule, aber das ist glaube ich nicht... Säulen neben der Tür? Diese hier? Ich verstehe nicht, was du meinst, Cortana. Wir haben sie von unten ausgeschlossen. Am anderen Ende der Kammer gibt es eine Tür. Die, ach, diese Säulen. Ich dachte, wir müssen zu dem ganz großen, auffälligen Tor. Aber nein, wir müssen zu diesem kleinen hier. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Okay, dann nehmen wir dich also nicht wieder mit. Das heißt, wir werden hier wohl früher oder später wieder nicht zurückkehren. Tana wird sicherlich im Allianz-Hauptquartier bleiben.
abzulockern. Okay, eure Nahkampfangriffe sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, aber ihr seid auf jeden Fall auch strunzdoof. Hat hier einer von euch nicht nochmal dieses coole rote Plasmagewehr oder so? Nicht? Ja, nicht. Oh doch, warte. Aha. Oh oh. So. Gut, so ist auch gut. So ist auch gut. Und du noch. Alles klar. Oh, hi. Was hat der? Ein Gewehr. Deine Fahne sieht gut aus, Kumpel. Hat irgendeiner von euch unser Gewehr gehabt? Sieht nämlich nicht so aus. Dann würde ich tatsächlich mal eine hier wegwerfen. Und dafür das Wahrheit mitnehmen. Ist in den unteren Ebenen des Turms. Ich kehre diesen Graflift um, versuchen Sie ihm den Weg abzuschneiden. Es ist sicher, glauben Sie mir, gehen Sie nur rein. Ja, ja, sicher. Natürlich. Über die mit, weil das andere Ding nur noch 4 Schüsse hat. Alle Angriffe auf die Behälter verstärken! Der Dämon muss sterben! Sie verstärken ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Ja, also jetzt nicht nur noch 2, sondern es sind jetzt 3 von diesen Schildträgern. Kann ich auch. Nur nicht so gut. Verdammt. Tschüss. Na, ah, perfekt. Jetzt sind wir wieder 2. Da kannst du auch mal nichts. Und den Kontrollpunkt. So, wieder einer von euch meine Waffe. Nee, nee. Doch, hier. Wunderbar. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Hä, wo ist denn die andere Waffe hin? Ach, jedes Mal, wenn ich einen Nahkampfangriff mache, wirft er die Waffe weg. Vollidiot. So. Mann, wie ist jedes Mal, ich checke, dass die Waffe plötzlich weg ist. Oh oh. Ich glaube, der ist 2 Zentimeter vor mir umgefallen. Kommt die denn her? Waren wir da nicht schon? Ich glaube, da kommen wir her. Was? Wo kommen die? Ach, egal. Kontrollpunkt ist gut. Cortana. Warum? Oh, das sind ein paar. Ist der schon umgefallen? Der hat ja gar nichts ausgehalten.
Oder hat dein Kumpel ihn umgerotzt? Kann natürlich auch sein, dass ein eigener Kumpel ihn ja gerade weggeballert hat. Tschüss. Warum? Jetzt habe ich meine Waffe wieder weggeworfen. Oh, Mist. Wie geht's weiter? Ich dachte, wir werden tot. Oh, wie viele sind denn hier? Das ist gar nicht mehr so easy. Oh, hi. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich schon wieder hergucken kann. Achso, das ist wieder so ein Gravitationsding, wo man nach oben springen kann. Ich verstehe. Deswegen kommen die alle rausgehüpft. Die springen halt quasi von der unteren Etage in die obere. Das ist wieder so ein Captain. Der irgendwie gerade ein bisschen bekloppt ist. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. Gleich, gleich. Ich habe hier noch wen gesehen oder gehört. Ach, egal. Da waren ein paar.